die Dalai Honduras Dunkel 60 aus der Dominikanischen Republik für einen Preis von 8 Euro bei einem Basispreis von 12 Cent. Und wir haben hier ein Maduro-Deckblatt, nicht hundertprozentig gleichmäßig gefärbt, etwas gesprenkelt von der Farbgebung her, aber sehr schöne feine Blattadern, kaum sichtbare Nähte, keinerlei Beschädigungen und keine Verfärbungen in Form von Punkten und Flecken. Vom Kaltgeruch her ist es recht ungewöhnlich. Wir haben hier ein Bienenwachsaroma mit ein klein wenig Schokolade unterlegt und vom Kaltzug her auch schon deutliche Schokoladennoten mit ein bisschen Erdigkeit und ein bisschen Holzigkeit. Auf den ersten Zügen eine sehr schön cremig weiche Zigarre mit einer leichten Würze und einer leichten Süße zugleich, die bereits jetzt ein klein wenig Richtung Schokolade tendiert. Im ersten Drittel ist die Zigarre sehr, sehr schön cremig, super weich, deutlich holzig im Geschmack, ein bisschen Erde ist dabei. Sehr schön schokoladig, aber auch eine leichte Würze und eine leichte Süße als Begleitung. Im zweiten Drittel ist die Zigarre nach wie vor super cremig, sehr schön weich. Wir haben einen äußerst holzigen Antritt, der dann sehr schnell schön schokoladigen bzw. bitterschokoladigen und Kakaoaromen weicht. Sehr viel Kaffee ist mit dabei, ein bisschen Erde. Und im Abtritt haben wir auch ein schönes, nussiges Aroma. Im letzten Drittel ist die Zigarre nach wie vor sehr schön cremig und weich. Kaffee ist jetzt das äußerst dominante Aroma, vor allen Dingen auch im Abgang. Aber Schokolade und Kakao sind nach wie vor auch sehr präsent. Holz ist noch etwas stärker mit dabei, Erde ein bisschen weniger und im Abtritt haben wir immer noch so ein schönes, nussiges Aroma. Ja, von der Nikotinstärke her sind wir hier im niedrigen Bereich und insgesamt von der Aromatik her haben wir natürlich eine von Schokoladen- und Kakaoaromen dominierte Zigarre. Das ist aber keine übermäßig süße Zigarre. Eine gewisse Würze balanciert das Ganze sehr gekonnt aus und dazu gesellt sich dann Holz, Erde, viel Kaffee und ein bisschen Nuss. Die Zigarre ist nicht extrem komplex, aber sehr ordentlich und sehr lecker, vor allen Dingen für diesen Preispunkt hier. Der Preis liegt im Mittelfeld, ist also wirklich mehr als angemessen für diese tolle Zigarre. Also eine sehr große Zigarre, die günstig, aber nicht billig ist.